Soul Screamers mit ganzer Seele von Rachel Vincent. Die junge Kaylee ist eine Banshee, was für sie bedeutet, jedes Mal, wenn jemand stirbt, weiß sie das nicht nur vorher, sondern beginnt auch zu schreien, bis irgendjemand sie dort wegzerrt. Das ist ja an sich schon ziemlich blöd, aber jetzt kommt auch noch dazu, dass jemand in ihrer Stadt anfängt, junge Mädchen zu töten und keiner weiß, wie diese Person das macht, denn sie haben keine Symptome oder irgendwas anderes. Sie fallen einfach tot um. Zusammen mit Nash, der sie so langsam in diese Welt einführt, beginnt sie, Geheimnisse zu lüften, die nicht nur sie, sondern auch ihre Welt generell betreffen. Mit ganzer Seele ist im Oktober 2011 erschienen, hat 304 Seiten, das ist aus dem Mira Taschenbuchverlag. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Es ist der erste Teil einer Buchreihe. Der zweite heißt Rette meine Seele, der dritte Halte meine Seele. Der vierte ist bis jetzt nur bekannt, wie der auf der Englisch heißt, und zwar My Soul to Steal. Der fünfte If I Die, der sechste Before I Wake und der siebte With All My Soul. Und dieser erste Teil heißt auf Englisch, also im Original, My Soul to Take. Als Kindle-Version kostet das Buch 8,49 € und als Taschenbuch 9,99 €. Ich persönlich finde dieses Cover einfach absolut perfekt. Es ist der Schrei abgebildet, den Kaylee immer ausstoßen muss. Es trifft die Atmosphäre des Buches relativ gut. Ich finde, es ist einfach perfekt gemacht worden. Es ist aus dem Englischen übernommen worden, allerdings nicht von der Hauptversion, also von Harlequin, sondern von der Mira Books Version, was ja auch irgendwo passt. Ich denke mal, dass die beiden Verlage dann auch irgendwo zusammenhängen. Den Titel finde ich auch sehr gut. Für lange Reihen ist das mit den Titeln natürlich immer schwer umzusetzen. Ich finde hier sowohl den Haupttitel als auch den Beititel wirklich gut. Soul Screamers trifft es ja eben und mit ganzer Seele trifft es in diesem Fall auch. Und ich weiß natürlich nicht, ob die anderen Titel genauso perfekt gewählt sind, aber das hier trifft es auf jeden Fall sehr gut. My Soul to Take passt auch, aber ich finde beides einfach gut gemacht und da kann man echt nicht meckern, das wurde super umgesetzt. Ja, diejenigen von euch, die auch Rezensionen schreiben oder machen oder wie auch immer, wissen bestimmt, was ich meine, wenn ich sage, dass ich das Buch gut fand, aber ich nicht so richtig weiß, was ich dazu sagen soll. Aber ich versuche es einfach mal trotzdem und versuche so viel wie möglich einfach rauszuhauen. Der Hauptcharakter Kaylee war mir zu Beginn des Buches wirklich unsympathisch, weil es eben mit der in der Kurzbeschreibung erwähnten Szene begann. Und in dieser trifft Kaylee auf den Schulschwarm, für den sie auch total schwärmt, logischerweise, Nash. Und er schenkt ihr Aufmerksamkeit und sie ist total begeistert deswegen und fühlt sich so, oh mein Gott, er spricht mit mir. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit nur so, boah, Mädel, bist du eigentlich irgendwie total beschränkt oder so. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich echt, sie wäre so der typische 0815 Highschool-Hauptcharakter. Und war dann echt froh, als ich herausstellte, dass dem so nicht gewesen ist. Sie besitzt eine wirklich starke Persönlichkeit. Sie kümmert sich sehr viel weniger darum, was andere denken, als man jetzt am Anfang vermutet. Und durch die Dialoge wird halt auch einfach klar, dass sie jede Menge Humor besitzt. Genau die richtige Mischung für einen Hauptcharakter war das eigentlich. Von Nash war ich übrigens auch ziemlich überrascht, genau wie von den ganzen anderen Charakteren. Generell gibt es hier keine stereotypischen Charaktere und wenn man dachte, sie wären stereotypisch, dann zeigt die Autorin eben im Verlauf der Geschichte, dass man falsch gedacht hat. Und das hat mir hier einfach super gefallen. Das hatte ich auch echt nicht erwartet, aber gut, ne? Das Einzige, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass hier auch wieder alle Cheerleader blond sind und ja, aber das ist Ansichtssache, ne? Die Idee der Soul Screamers, sprich also Banshees eigentlich, war hier echt gut umgesetzt, vor allem, weil sie nicht nur eben Banshees erschaffen hat, sondern so eine ganze Welt aus irgendwelchen anderen Charakteren. Wie zum Beispiel die Reaper und dann eben diese ganzen Dämonen und alles. Und
und das hat mir einfach super gefallen, weil es vor allem auch ineinander funktioniert hat und ineinander gegriffen hat und nicht total unlogisch gewesen ist. Die Spannung wird besonders zum Ende hin echt hochgehalten durch die Tatsache, dass die Bösewichte der Geschichte eigentlich ständig zugreifen können und ständig irgendwas tun können, was man nicht erwartet und das eben nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Ja, warum bekommt das Buch also keine 5 Herzen, wenn ich das so super fand? Ganz einfach, ich fand es gut, aber an der Originalität ist es einfach gescheitert. Ich habe jetzt schon so viele Bücher in die Richtung gelesen, dass es einfach nichts Neues mehr zu lesen gibt. Es war auch nicht total unoriginell oder so, oder hat mich gar beim Lesen gestört, aber es ist einfach. Es ist einfach der Grund, warum es nur 4 und nicht 5 Herzen bekommt. Mit ganzer Seele ist echt ein schöner Jugend-Fantasy-Roman, der es echt versteht, den Leser zu unterhalten, sagen wir mal so. Ich werde mir, denke ich, auch mal irgendwie den zweiten besorgen, weil ich echt gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Und weil ich diesen ersten eben auch gut gefunden habe. Allerdings hoffe ich darauf, dass diese Sache mit Todd nicht zu einem Liebesdreieck ausartet. Denn ich befürchte das momentan so ein bisschen. In diesem Band war es noch keins und da war ich echt froh drüber. Aber ich befürchte einfach, dass es im zweiten Band, dass sich das dann ändern wird. Und das wäre wirklich, wirklich schade.